Ich bin Dr. Sven Helms, bin der Sprecher des Jungen Forums der DGTAG. Bin hauptberuflich Assistenzarzt in der Herzchirurgie des Herz- und Diabeteszentrums in Bad Oeynhausen und befinde mich jetzt im 7. Jahr meiner Ausbildung. Der Weg zum Herzchirurg ist, muss man sagen, ein sehr langer Weg. Man bewirbt sich in einer Klinik für Herzchirurgie, direkt nach dem Studium am besten, beginnt dann eine Ausbildung in der Grundlagenchirurgie, sogenannter Common Trunk nennt sich das, der geht über 2 Jahre. Anschließend hat man die Möglichkeit, in die Facharztweiterbildung zu rotieren. Diese schließt sich an dem Common Trunk sozusagen an, dauert auch noch mal 4 Jahre. Und dort wird man dann systematisch an die einzelnen Operationen innerhalb der Herzchirurgie herangeführt. Und im Idealfall, nach 6 Jahren, kann man sich dann zur Prüfung anmelden und wenn man den OP-Katalog sozusagen voll hat und kann dann den Facharzt für Herzchirurgie erlangen. Das Junge Forum der DGTAG ist die Assistentenvertretung innerhalb der DGTAG. Wir setzen uns für die Ausbildungsbelange der jungen Assistenten ein und auch der jungen Fachärzte. Wir sind seit 5 Jahren aktiv. Die Mitgliedschaft im Jungen Forum ist zum einen kostenlos. Ja. Wir richten uns an Studenten und an, wie gesagt, jungen Assistenzärzte innerhalb der Herzchirurgie, alle bis zum 40. Lebensjahr. Die Mitgliedschaft kann man beantragen über unsere Webseite. Vorteile, Mitglied des Jungen Forums zu sein, ist, dass man bei uns an den Arbeitssitzungen teilnehmen kann. Wir sind innerhalb der DGTAG auch in einigen Gremien mit vertreten. Wir nehmen an den Vorstandssitzungen teil. Wir sind in der Kommission für Nachwuchsförderung, Fort- und Weiterbildung vertreten und können da halt direkt in die Belange der Ausbildung mit eingreifen. Mein Name ist Dr. Dohle. Ich bin Facharzt für Herzchirurgie seit März 2016. Habe noch bis Ende 2016 in Essen gearbeitet, habe die Stelle gewechselt nach Mainz, bin aber gleichzeitig für die ersten 6 Monate dieses Jahres 2017 freigestellt und bin momentan tätig in Philadelphia bei Professor Bavaria in der Herzchirurgie und dort als Aortic Fellow tätig. Ich habe das Junge Forum das erste Mal gesehen. Das war relativ kurz nach der Gründung im Jahr 2013 und da hat mir einfach gefallen, dass sich junge Kollegen für unsere Interessen als Herzchirurgen und die verbesserte Weiterbildung und Ausbildung zum Facharzt für Herzchirurgie eingesetzt haben. Ich fand die Diskussion ganz interessant und ich fand es einfach schön, wie miteinander umgegangen wurde. Und man hatte halt einfach die Gelegenheit, Kollegen aus anderen Kliniken, die gleichen Probleme haben, kennenzulernen und mit denen zu diskutieren. Und nicht zuletzt war einfach auch der Charakter, dass wir miteinander was unternommen haben, einfach sehr lustig und hat viel Spaß gemacht. Das Curriculum 6 Plus ist ein modulares Weiterbildungssystem, das darauf ausgelegt ist, Schritt für Schritt, im Endeffekt über die angestrebten 6 Jahre Facharztweiterbildung, Kompetenzen den einzelnen Mitarbeitern und jungen Assistenten zu vermitteln, die ihnen dann am Ende ermöglicht, erfolgreich eine Facharztprüfung abzulegen.